David ist ein ganz normaler Junge und heute hat er eine Idee. Vielleicht kennt ihr sowas auch. Man hat manchmal einen genialen Einfall. Und was dann passiert, das hören wir heute in der neuesten Gute-Nacht-Geschichte. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett, heute mit der 1020. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco und freue mich mit euch gemeinsam jetzt auf das Recken und Strecken am Sonntag. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang, spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute Abend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 1020. Gute-Nacht-Geschichte bei Ab ins Bett für Sonntag, den 11. Juni. David und der geniale Einfall. David ist ein ganz normaler Junge. Es ist ein ganz normaler Tag. Es kann sogar der heutige Tag sein. David, der ist gerne in seiner Fantasie unterwegs. Ja, denn David ist ein sehr kreativer Junge. Er liebt es, neue Dinge zu erfinden und zu basteln. Heute sitzt er in seinem Zimmer und grübelt über eine Lösung für ein kleines Problem, das ihn aber sehr beschäftigt. Plötzlich hat er den genialen Einfall und er zaubert ihm ein Lächeln ins Gesicht. David rennt aufgeregt zu seinen Freunden und er erzählt ihnen von seiner genialen Idee. Eine fantastische Zeitmaschine. Mit dieser Maschine können sie durch die Zeit reisen und spannende Abenteuer erleben. Begeistert von Davids Einfall beschließen sie, sofort damit anzufangen, und sie bauen gemeinsam die Zeitmaschine. Zunächst suchen sie sich alle Materialien zusammen. Sie basteln, sie hämmern und sie bauen, bis die Zeitmaschine fertig ist. Am Ende ist sie ganz bunt und glänzt. Sie hat viele Knöpfe und Hebel. Und alle sind gespannt darauf, sie zum Laufen zu bringen, denn sie möchten in die Vergangenheit reisen. Als die Zeitmaschine endlich fertig ist und einsatzbereit ist, drücken David und seine Freunde auf den Knopf und werden augenblicklich in eine andere Zeit katapultiert. Sie landen in der Steinzeit. Hier treffen sie auf Höhlenmenschen. Und sie erleben mit, wie die Höhlenmenschen Feuer machen und sogar einen Mammut jagen. Von der Steinzeit geht die Reise aber schnell weiter. Wieder drückt David den Knopf und er reist mit seinen Freunden ins alte Ägypten. Hier bestaunen sie die Pyramiden und die Menschen in den wunderschönen Gewändern. Sie begegnen sogar Kleopatra, der Königin, und sie erfahren viel von den Geheimnissen der Pyramiden. Die nächste Station ist das Mittelalter, wo sie Ritter und Prinzessinnen treffen. Sie nehmen an einem ritterlichen Turnier teil und helfen tapferen Prinzessinnen, einen gefangenen Drachen zu befreien. Die Zeitmaschine führt David und seine Freunde auch ins 18. Jahrhundert. Hier gehen sie mit Piraten auf Schatzsuche und sie landen auf einer einsamen Insel. Sie erleben aufregende Abenteuer und entdecken dabei verborgene Piratenschätze. Nach vielen, vielen weiteren spannenden Zeitreisen landen David und seine Freunde schließlich wieder im Hier und Jetzt. Sie sind glücklich über das, was sie alles erlebt haben. So viel Abenteuer, so viel Dankbarkeit für wunderbare Erlebnisse. David und seine Freunde sind wirklich überglücklich. Die Zeitmaschine ist was ganz Besonderes. Gemeinsam beschließen sie, diese Zeitmaschine nämlich noch weiter zu verbessern. Und sie wollen noch viele Reisen unternehmen. In die Vergangenheit und
vielleicht auch in die Zukunft. David, der weiß genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. Abinsbett.net. Gute Nacht.